Und da ist er, der neue Jahreskatalog. Und ja, ich habe schon sehnsüchtig drauf gewartet, du vielleicht auch. Ja, was findest du da drin? Ganz, ganz viele tolle neue Stempelsets, aber auch bekannte. Also wir können auch weiterarbeiten. Und was auch ganz, ganz neu ist, es gibt ganz viele verschiedene Farben, richtig toll. Und ja, zu unseren Farbfamilien, ja, es gibt 11 neue Farben und zusätzlich noch die 5 in Color, also richtig, richtig toll. Zum Beispiel neu ist das Babyrosa, total schön. Und dazu passt auch das Sommerbeere, das dann wieder neu ist. Es ist, ja, es ist ein Wiederkomma, sag ich jetzt mal. Und total schön dazu ist jetzt meine Lieblingsfarbe. Und dazu passt hier, ist ja ganz bekannt, Brombeermus. Also die drei Farben zusammen sehen ja auch richtig, richtig toll aus, oder? Richtig schön. Da kann man viel draus machen. Und ja, und auch mein Nagel passt heute wunderbar dazu. Da habe ich mal so ein bisschen experimentiert mit Glitter und so einem Rosa. Und ja, passt super dazu, sehe ich gerade. Okay, aber heute soll es eigentlich gar nicht um den neuen Katalog gehen, wobei sich eigentlich jetzt alles darum dreht. Heute soll es nochmal um ein neues Kreativset gehen und das nennt sich Seelenverwandt. Ja, was ist da drin? Also die Kreativsets sind ja richtig, richtig toll, weil du hast alles, was du brauchst dazu. Vielleicht nochmal eine Schere. Ich nehme auch noch ein bisschen Klebstoff gerne dazu. Aber ansonsten hast du alles dabei, was du benötigst. Also, ich breite das Ganze hier mal aus und in diesem Set sind auch wieder Stempel dabei. Ja, also du hast hier wunderschöne Karten. Und zwar mit zwei Motiven. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also für 8 Karten. Dazu passend die Umschläge. Die sehen ja schon richtig cool aus, oder? Dann hast du dazu so ja, verschiedene Tags, so verschiedene Teile, auf die du stempeln kannst und brauchst sie nur noch rausbrechen. Das ist hier noch so ein bisschen zum Unterlegen. Du hast für die Karten natürlich auch so Aufleger, die du so nehmen kannst, die du aber auch noch weiter verarbeiten und dekorieren kannst. Wie schon gesagt, es sind Stempel dabei. In Freundschaft verbunden, du packst das Punkt. Heute Morgen, übermorgen, immer für dich da. Für meine Seelenverwandte und fühl dich gedrückt, das ist doch total süß, ne? Dann hier eine Blume, die zu diesem hier super dazu passt. Blätter und noch so ein kleines, ja, so ein kleines Motiv. Also richtig schön. Dann hast du ein Mini-Stempelkissen in Marineblau. Für die Stempel natürlich ein Stempelblock. Es ist etwas Band dabei, so Kordel. Und du hast hier zwei so Teile mit, ja, wie unsere Dimension, aber in Streifenform. Also Klebestreifen mit etwas Abstand. So dass das Ganze mal etwas anders aussieht als normal, dass man es so platt aufklebt. Ich finde, es sind auch immer super Sachen, um es zu verschenken, weil es ist alles dabei. Okay, legen wir mal los. Und alles mal so ein bisschen zur Seite. Du hast natürlich eine Anleitung dabei. Ja, und alles kommt natürlich in einem schönen Karton, den du auch noch weiter dekorieren kannst, wenn du magst, und in dem man alles sammeln kann. Okay, also ein bisschen Platz machen. In deiner Anleitung findest du auch alles so, wie es gedacht ist. Du kannst das aber ganz anders machen, wie du das gerne möchtest. Ich mache das aber mal so, wie das in der Anleitung vorgesehen ist. Und zwar die Karten 1 und 2, so und so, oder wie du das auch immer machen möchtest. So, also. Hier kommt dieser Aufleger und da soll der hin. Genau.
Jetzt kannst du zum Beispiel mit dem diesem hier. Ich nehme mal einen meiner Stempelblöcke, dann kann ich den immer noch mal verschenken. Gut, also auch das Stempelkissen lasse ich, das verschenke ich auch gerne noch mal, denn Marineblau habe ich ja auch hier als großes Stempelkissen. Okay, und jetzt kannst du einfach, wenn du es magst, guckst mal, wie die Blüten hier so sind. Es muss auch nicht so hundertprozentig passen. Das darf auch gern. Ich hoffe, ich hänge mich jetzt nicht so in die Kamera. So, also ich bin ja ganz mutig. Ich nehme mir hier ein bisschen drüber. Genau, passt doch. Supi. Genau, jetzt kommt hier das nächste. Du kannst es, du musst es nicht. Ein bisschen daneben, aber das ist ja wie gemalt. Und hier mache ich genau das Gleiche. Ich stempel hier einfach mal drauf los, ein bisschen noch auf meine Unterlage. Das heißt, da hätte ich mir natürlich auch, wo ist das? Da. Darum ist ja so ein Teil auch noch dabei. Da kannst du dann nämlich drauf stempeln, ohne dass du dir deine Sachen hier einschmierst. So, das gehört jetzt, glaube ich, so rum. Nee, so rum. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Ich hoffe, ich habe es jetzt hier richtig getroffen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Okay, gut. Aber wie du siehst, das ist auch gar nicht so furchtbar wichtig, dass du das hundertprozentig triffst. Weil es ist ja so ein bisschen wie gemalt. So, ich glaube, jetzt habe ich einer. Hier ist noch so ein kleiner, den kann ich auch noch mitnehmen. Dann nehme ich mal den hier. So, ich glaube, jetzt habe ich alle erwischt. Und das gleiche kann ich jetzt zum Beispiel mit den Blättern machen. Auch vielleicht noch auf diesem, wenn du das dann magst. Aber wie gesagt, es ist alles. Du kannst, du musst es nicht. So, und auch mit den Blumen kann man ähnlich hier verfahren. Also auch die könntest du jetzt noch da drauf geben. Ich lasse es jetzt mal so, mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Okay, und dann kann es auch schon losgehen. Das sollte da drauf. Oder wenn ich hier schon beim Stempeln bin. Nein, ich mache erstmal das fertig. Okay, jetzt kommen hier diese Streifen. Und die setze ich mir jetzt hinten auf meinen Aufleger. Auch vielleicht hörst du das im Garten, das Gezwitscher. Total schön, die Vögel zwitschern. Ja, da könnte man jetzt ein bisschen noch abschneiden. So, das kann ich vielleicht nachher noch für den Spruch verwenden. Ich packe mir noch mal einen dahin, damit es nicht so durchhängt. Ist vielleicht auch ganz gut. Und noch einen dahin. Genau. Gut festdrücken, Schutzschicht abziehen.
und aufkleben. Man könnte es auch so ein bisschen schräg machen. Ich mache es mal so ein bisschen schräg. Ich glaube, das finde ich auch gut. So, genau. So, muss ja nicht so furchtbar gerade sein. So, und das, da nehme ich mir hier auch die Streifen. Gucken, da passt, glaube ich, gerade einer. Ja, passt genau dahin. Also, 1 und 2. Damit du dir die Schere nicht so ganz versaust, vielleicht lieber so durchschneiden. Ich mache da noch mal einen weiter. Und noch einen ans Ende. Genau, der guckt hier ein kleines bisschen drüber. Den muss ich noch mal ein bisschen entfernen. So. Gut, und auch hier Schutzschicht überall ab. Und man kann es in die Mitte, ich mache es ein bisschen mehr an die Seite. So. Genau. Aber du kannst es so machen, wie du das willst. Also das sieht ja schon richtig toll aus, gerade das hier, ne, mit dem Metallic hier, richtig schön. So, dann kann ich jetzt noch ein paar Sprüche gebrauchen und ein bisschen Band, genau, das könnten wir auch noch dazu nehmen. Und was nehmen wir dann mal? Ich nehme jetzt hier einmal in Freundschaft verbunden, das mache ich mir mal hier drauf. So. Und sehr schön. Und dann nehme ich noch mal, was finde ich dann hier noch so schön? Fühl dich gedrückt, das finde ich auch immer total schön. So, da kommt hier drauf. Und dahin. Supi. Genau, und die brauchst du jetzt einfach nur hier so rausbrechen. Eins. Zwei. Und hier, das ist natürlich dafür gedacht, für dieses hier, damit halt auch dieses Metallic, was ja dann auch im Umschlag ist, hier auf der Karte wiederkommt. Also da kommt jetzt dir mal, fühl dich gedrückt. Auch das kann jetzt so ein bisschen schief, würde ich mal so sagen. Dann nehme ich mir wieder so einen Streifen. Und da brauche ich aber nicht den ganzen. Das mache ich jetzt mal einmal dahin und einmal dahin. So. Und das setze ich auch so ein bisschen schief. So. Dann, was hatte ich da jetzt? Oh, ist ja auch egal. Da kommt jetzt der nächste hin. Und da mache ich jetzt das Teil nur hier dran. So, also oben, dann liegt es auf, so, jo, ich glaube, so ist gut.
Und jetzt kann ich noch ein bisschen Band dazu nehmen. So, das hätte ich natürlich auch vorher drunter geben können. Ich nehme mir dafür jetzt noch mal ein Stück Doppelklebeband. Aber für dich, wenn du nur mit dem Paket arbeitest, gibst du das Band natürlich dann unter deinen dicken Klebestreifen hier. Da war ich jetzt ein bisschen voreilig. So, da habe ich jetzt aber noch so ein bisschen Platz hier. So, und kann das jetzt hier so ein bisschen drapieren. Das noch ein bisschen kürzen. Und schon ist meine erste Karte fertig. Ist das cool? So, die zweite kriegt jetzt dieses hier. Da kommt jetzt auch ein Klebestreifen drunter. Und da achte ich jetzt aber auch drauf, dass ich das Band dann da gleich mit drunter gebe. So, und dann nehme ich mir noch diese kleinen, die ich hier über habe. Die kann ich auch noch schön verwenden. Wunderbar. So, das kann ich schon mal abziehen. So. Und jetzt nehme ich mir hier ein bisschen Band. So, das gehört dann nicht mit zu. So, und das gebe ich mir jetzt hier so in verschiedenen Längen und Schlaufen. So. Und da überlege ich jetzt, wo ich das hingebe. Ich glaube, ich finde es hier ganz schön. Man kann es jetzt genau da drauf geben, aber dann sieht man die Blumen ja nicht so. Ich würde das jetzt hier hingeben. Genau. So, die kannst du dir noch so ein bisschen in Form ziehen, wie dir das so gefällt. Und schwuppdiwupp hast du die ersten Karten fertig. Und ich bin ganz gespannt, was dir dazu einfällt. Vielleicht willst du sie ganz anders arbeiten. Also einfach mal loslegen und machen. Das ist jetzt hier das super schöne Kreativset Seelenverwandt. Also guck auch gerne mal im Online-Shop. Du findest die nicht in den Katalogen, aber natürlich im Online-Shop. Und es gibt noch ganz viele weitere Kreativsets, die richtig, richtig toll sind. Also viel Spaß damit. Tschüss aus Quickborn.